kostenlose Handaschenbecher. Immer weniger Geld für interkulturelle Beratung. Bleibt Aldi im Karstadt-Gebäude? Und damit guten Morgen hier beim Nachrichtenwecker. Schön, dass ihr reinhört. Ich bin Tyra Webster und wir blicken jetzt am 5. Juli auf alle Themen, die für und aus Augsburg wichtig sind. Neue Ausrichtung für die Stadtwerke Augsburg. Ein großes Investitionsprogramm steht an, um Stromnetze für Wärmepumpen und Ladestationen zu modernisieren und die Busflotte zu elektrifizieren. Die Finanzierung erfolgt durch neue Geschäftsfelder, Effizienzsteigerungen und Kredite. Langfristig soll das Gasnetz durch klimaneutrale Alternativen ersetzt werden. Die Stadtwerke betonen die Notwendigkeit von Flexibilität und Effizienz im öffentlichen Nahverkehr, um den CO2-Fußabdruck zu reduzieren und die Nachfrage besser zu bedienen. Wenn schon rauchen, dann bitte sauber. Um auf die Vermüllung durch Zigarettenkippen aufmerksam zu machen, verteilt das Ordnungsamt der Stadt auch in diesem Jahr kostenlose Handaschenbecher an Bürgerinnen und Bürger. Ab dem 8. Juli werden diese eine Woche lang im Stadtgebiet sowie in Parks und Grünanlagen ausgegeben. Im vergangenen Sommer gab es bereits rund 800 Exemplare. Laut Ordnungsamt landen bis zu 2/3 aller aufgerauchten Zigaretten weltweit auf Straßen, in Grünanlagen und Gewässern. Dabei enthält eine Kippe rund 700 Schadstoffe und bis zu 1000 Liter Wasser können dadurch verunreinigt werden. Zigarettenfilter zersetzen sich erst nach Jahrzehnten und enden oft als Mikroplastik im Meer. Bei unsachgemäßer Entsorgung drohen in Augsburg beispielsweise deshalb 40 Euro Bußgeld. Kein Geld mehr für interkulturelle Beratung? Ja, es wird auf jeden Fall erstmal schwieriger für das Zentrum für interkulturelle Beratung in Augsburg. Das ist nämlich eine zentrale Anlaufstelle für Menschen mit Migrationshintergrund, die Hilfe bei verschiedenen Anliegen benötigen. Aufgrund stagnierender finanzieller Unterstützung mussten Beratungskapazitäten jetzt aber abgebaut werden. Die Stadt plant, die Zuschussmodalitäten zu überarbeiten, um die steigenden Personalkosten zu decken und auch die Zukunft zu sichern. Jährlich erreichen das Zentrum über 8.200 Anfragen. In der Diskussion um die künftige Nutzung des Karstadt-Gebäudes in der Augsburger Innenstadt geht es jetzt auch um den Discounter Aldi. Der Immobilienbesitzer Solidas gab an, konkrete Gespräche mit Aldi über eine weitere Nutzung im Erdgeschoss zu führen. Aldi selbst äußerte sich nicht konkret zu seiner Zukunft im Gebäude und erklärte, dass es derzeit keinen neuen Stand gibt. Das Unternehmen betonte jedoch, dass die Augsburger Innenstadt ein attraktiver Standort bleibt. Fragen zu möglichen Alternativstandorten bleiben unbeantwortet. Und hier noch Infos für alle Fußballfans. Es geht aber nicht um die EM, sondern wir blicken schon mal auf die Bundesliga. Denn die nächste Saison startet am 23. August um 20.30 Uhr im Borussia-Park. Das erste Spiel ist zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayer 04 Leverkusen. Der FC Augsburg startet am Wochenende des 24. August mit einem Heimspiel gegen den SV Werder Bremen. FCA-Trainer Torup freut sich über die besondere Konstellation, denn von den ersten 4 Spielen finden 3 in Augsburg statt. Das Saisonfinale für den FC Augsburg wird ebenfalls vor heimischem Publikum ausgetragen. Am Morgen erwartet uns eine Mischung aus Sonne und Wolken bei einer Temperatur von 12 Grad. Mittags bleibt die Wolkendecke geschlossen, aber über den Tag hinweg wird es dann wärmer mit Höchstwerten um die 23 Grad. Am Abend gibt es dann wieder eine Wolkendecke und nachts sinken die Temperaturen auf 14 Grad. Heute steht für die Nationalmannschaft das EM-Viertelfinale gegen Spanien an. Die Spanier haben bislang überzeugt bei diesem Turnier und waren ziemlich stark. Ich spreche jetzt mit meinem Kollegen Florian Eisele aus der Sportredaktion über das bevorstehende Deutschlandspiel und wie er es einschätzt. Flo, was macht dich denn zuversichtlich, dass Deutschland gewinnt? Oder bist du vielleicht auch gar nicht so zuversichtlich? Also zuversichtlich macht mich, um die Frage schon mal anders zu beantworten, nicht die Vergangenheit, die sah nicht so gut aus für Deutschland, aber der Umstand, dass Deutschland zu Hause spielt, ist schon mal ein Punkt, bei dem man viel hoffen darf. Und zuletzt hat Deutschland auch wirklich gezeigt, dass man wieder zu alten Tugenden, die gar nicht so alt sind, gefunden hat, nämlich, dass man wirklich begeisternden Fußball spielt, dass es Spieler gibt wie Musiala und Wirtz und wie sie alle heißen, die
Spaß machen und noch dazu weiß auch das Publikum in Stuttgart, welche Stunde geschlagen hat. Und mit welchem Personal wird Bundestrainer Julian Nagelsmann seine Elf jetzt ins Spiel schicken? Weiß man das? Nee, das hat er nicht so genau verraten. Also es gibt ein paar Sollbruchstellen im deutschen Team. Eines davon betrifft die Innenverteidigung. Da war zuletzt Jonathan Tah gesperrt nach der zweiten gelben Karte. Da hat Nico Schlotterbeck gespielt gegen die Schweizer in Dortmund. Hat das sehr gut gemacht, auch wenn ein kleiner Wackler drin war. Und da ist jetzt die Frage, kehrt jetzt Tah zurück oder Schlotterbeck? Ich würde alle darauf setzen, dass Tah wieder da spielen wird. Und dann ist die Frage, spielt Sané oder Wirtz? Das hat Nagelsmann völlig offen gelassen. Und vor jedem Spiel ist ja eigentlich die Frage, spielen im Sturmzentrum Havertz oder Füllkrug? Da würde ich mich jetzt auch mal eher auf Havertz festlegen. Also ein paar Fragezeichen, Überraschungen wird es auf jeden Fall noch geben bis zum Spielstart. Heute Abend treffen auch zwei große Talente aufeinander, die auch noch ähnlich heißen. Einmal Jamal Musiala und Lamine Jamal, der gerade einmal 16 Jahre alt ist. Was macht die beiden denn so besonders? Ja, der Umstand erstmal, dass sie in sehr jungen Jahren sehr, sehr weit sind in ihrer Karriere. Also es hat Ilkay Gündoğan in der Pressekonferenz am Abend davor gesagt, Jamal aus Spanien ist 16 Jahre alt. Da darf man sich mal überlegen, wo man selber gestanden ist, als man 16 Jahre alt ist. Also der hat während der EM jetzt noch die Schulaufgaben gemacht, hat den, bei uns würde man sagen, Mittelschulabschluss gemacht, sozusagen, und ist für sein Alter extrem weit, ist der jüngste EM-Spieler aller Zeiten, der jüngste Vorbereiter in der spanischen Nationalmannschaft. Und das ist jemand, an dem der FC Barcelona, da spielt er, noch sehr lange sehr viel Freude haben wird. Und bei Jamal Musiala, der ist es eigentlich schon ganz lange beim FC Bayern Stammspieler. Und da wird der FC Bayern auch die nächsten Jahre noch sehr viel Spaß haben. Genau wie die deutschen Fans, die ja schon 3 Tore von Jamal Musiala jubeln durften. Julian Nagelsmann hat das übrigens auf eine ganz nette Formel gebracht. Als er nach Lamine Jamal gefragt worden ist, hat er gesagt, er guckt weniger auf Jamal und mehr auf Jamal, also auf seinen Jamal Musiala. Und das ist auch ganz interessant, weil dieser Auftritt von Julian Nagelsmann in der PK, in der Pressekonferenz am Donnerstagabend, der war betont selbstbewusst, wo man zeigen wollte, hey, klar, die Vergangenheit war jetzt nicht so gut gegen Spanien, aber das ist unser Turnier. Das heißt, auf verschiedenen Ebenen wird es spannend heute Abend. Vielen Dank, Florian Eisele, für die Einblicke und auch die Einschätzungen zum Deutschlandspiel im Viertelfinale heute. Und jetzt schauen wir zu den Nachrichten außerhalb von Augsburg. 2,1 Milliarden Euro. So viel will die Bundeswehr der Firma Airbus für den Bau von 2 Telekommunikationssatelliten und einer dazugehörigen Bodenstation zahlen. Diese Satelliten sollen größere Datenübertragungsvolumen bewältigen können und etwa 6 Tonnen wiegen. Zentrale Teile der Systeme stammen aus Deutschland. Die Bundeswehr plant, die Satelliten noch vor Ende des Jahrzehnts in Betrieb zu nehmen und sie über einen Zeitraum von 15 Jahren zu nutzen. Das Coronavirus breitet sich wieder verstärkt in Deutschland und Bayern aus. Laut dem Robert-Koch-Institut liegt die Aktivität der akuten Atemwegserkrankungen derzeit auf einem hohen Niveau. In der vergangenen Woche wurden deutschlandweit 3.300 laborbestätigte Corona-Fälle gemeldet, in Bayern 362. Das Abwassermonitoring zeigt ebenfalls einen Anstieg der Coronavirenlast. Und hier noch ein Kultur-Event-Tipp: Märchen. Märchen sind aber nicht nur für Kinder. Auf Schloss Kaltenberg werden solche Märchen beim Ritterturnier vor tausenden Besuchern aufgeführt. An 3 Wochenenden im Juli tummeln sich Ritter, Knappen, Feen, Zauberer und Gaukler auf dem Schlossgelände. Dieses Jahr findet das Turnier unter dem Motto Tag der Vergeltung statt. Die 2-stündige Live-Show mit aufregenden Stunts und Freidressur ist der Höhepunkt der Turniertage. Und wir verlosen auch Tickets für die Veranstaltung. Alle Informationen dazu findet ihr natürlich unter augsburger-allgemeine.de. Und damit ist schon wieder Schluss. Das war der heutige Nachrichtenwecker. Danke fürs Zuhören an diesem Freitagmorgen. Alle Links zu den genannten Nachrichten findet ihr wie immer in den Shownotes. Kommt gut in den Tag und wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächstes Mal wieder. Hier beim Nachrichtenwecker.